Hey, das wird jetzt heute ein neues Review. Heute zur Netflix-Serie Go, sei du selbst. Originaltitel Go, Vive a tu manera. Zu dem Titelsong habe ich auch schon ein Tanzvideo gedreht. Das verlinke ich euch jetzt. Habe ich euch verlinkt. Ja, aber jetzt zur Serie selbst. Ja, die ist halt circa Ende Februar auf Netflix zu sehen. Steht momentan aus einer Staffel. Und die Hauptrolle, die spielt Mia. Mia kommt aus einer einkommensschwachen Familie. Und die bewirbt sich halt um ein Stipendium bei der St. Mary's Akademie. Jo, und da sie wird aber unterschätzt, am ersten Tag, da ist halt so eine, für die Go-Abteilung, das ist also eine Tanzabteilung, wo man halt Choreografien lernt und. Und da gibt es halt ein Stipendium-Wettbewerb, Tanzwettbewerb. Und da werden die besten Girls ausgewählt. Ja, und wie es also kommt, ja, Mia tanzt da oben und ist echt ein sehr toller improvisierter Tanz, der natürlich komplett aus dem Rahmen fällt. Und das fällt natürlich auch Lupe, und das ist die Tochter von der Schuldirektorin. Die fällt natürlich auf und die ist natürlich intrigant und ja, setzt alles daran, dass halt Mia, obwohl sie die Jury beeindruckt hat, nicht, dass Mia halt nicht benommen wird. So. Aber dann kommt Mias Mutter und schützt ihre Tochter und dann schließlich ist und so weiter, dass auch Mia dann halt das Stipendium dann bekommt, und das ärgert natürlich Lupe und ihre zwei besten Freundinnen. Das ist einmal die Sophia und dann einmal die Agus, also Agustina. Und ja, so spinnt sich halt die Folge weiter. Ist ein bisschen Drama mit dabei und da. Und ich gucke die Serie seit sie halt raus ist. Und ich mag den Stil halt, weil es ist auch sehr Menge Humor dabei und die ist auch, also die Synchronsprecher passen auch gut und die Choreografien sind echt mega. Ja, kann ich auch hier noch so abgucken für meine Tanzvideos. Ja, und jede Folge, die geht circa 45 Minuten und die erste Staffel, die besteht aus 15 Episoden und ja, so viel uns jetzt. Also von einer Note von 1 bis 10 gebe ich Go, sei du selbst eine 8,5, weil mir erstens die Schauspielerinnen gefallen und auch halt der Stil und der Humor und die Choreografien. Und auch Spannungsbogen ist auch gut. Ja, es gibt zwar hier und da viele Gesangseinlagen. Aber gut, die singen gut und tanzen da gut und deshalb ist es nicht so schlimm. Ja, der eine fragt sich jetzt, hallo Andreas, die Serie ist doch eher für 17-Jährige oder so, was ich. Ja, ich gucke die Serie, weil die mir sehr gefällt und weil ich die Choreografien halt gut finde und auch, wie gesagt, der Humor, der gefällt mir. Ja, und es ist einfach eine tolle Serie, die ist halt gut zum Abschalten, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat. Dann kann man auch ja, da schmunzeln über die manchen Humor da. Und also ich kann die Serie empfehlen, wer gerne tanzen möchte und so und auch keine Tanzfilme mag und so und nicht gegen Gesangseinlagen hat in Serien oder Filmen, der kann ruhig zuschlagen und die Serie auf Netflix gucken. Und ja, ich bin jetzt bei Episode 10 und noch, das heißt noch 5 Episoden, dann ist die erste Staffel vorbei und bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Es ist laut Gerüchten eine zweite Staffel in Planung, weil die Serie kam ja international sehr gut an, wie bei mir übrigens auch. Ich gehöre zu den treuen Zuschauern und ich danke auch den Produzenten, dass sie so eine gute Serie herausgemacht haben. Ja, und wie gesagt, ich empfehle die Serie für alle, die halt Spaß haben möchten und auch gerne tanzen und gerne Musik hören. Ja, und sage ich mal, bis nächstes Mal Tanzvideos. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und falls nicht, Daumen runter.
Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.